Offenbarung Kapitel 2, da heißt es in Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, dass die geprüft, die behaupten, sie ein Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und wir beginnen hier mit der Gemeinde von Ephesus. Wenn du dich erinnerst daran, was wir im ersten Kapitel gelesen haben, da heißt es in Vers 19, Offenbarung Kapitel 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Wir haben uns damit beschäftigt, was Johannes gesehen hat. Und jetzt kommt der Ist-Zustand und was ist. Schreibe, was du gesehen hast und was ist. Jetzt beschäftigen wir uns mit den sieben Gemeinden, die in Asia sind. Und Jesus hat diesen Befehl gegeben, schreibe, was du gesehen hast und dass er es an die sieben Gemeinden in Asia senden sollte. Und wir beginnen mit der Gemeinde von Ephesus. Und bevor ich auf die Gemeinde von Ephesus eingehe, erinnere dich an den wichtigsten Vers in Offenbarung Kapitel 1. In Vers 7, da heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Wir haben uns damit beschäftigt, dass Jesus wiederkommt mit den Wolken. Er wird uns entrücken. Wann wird das geschehen? Es wird nach der Trübsal geschehen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir uns jetzt mit den Gemeinden beschäftigen, mit dem Ist-Zustand beschäftigen, in Offenbarung Kapitel 2, dann wirst du feststellen, dass jede Gemeinde irgendwie Drangsal hatte, Verfolgung, Schwierigkeiten, durch diese gehen mussten. Warum ist das so wichtig? Weil sich die Trübsal eben nicht nur auf Juden bezieht. Das, was falsche Lehrer behaupten wollen. Und die Trübsal, das ist nur eine Zeit für Juden. Das ist die falsche Lehre, die es da draußen gibt, die man so oft hört. Die Trübsal ist nur für die Juden. Ja, wir als Gemeinde. Das ist natürlich vollkommen falsch zu sagen, wir als Gemeinde, irgendwie so als weltweite Christenheit. Wenn wir lesen, dass es doch sieben Gemeinden gibt. Es geht immer um Gemeinden, um die einzelnen Gemeinden. Und wir als Gemeinde, und sie meinen damit die Christenheit, die keine Gemeinde ist, denn eine Gemeinde ist eine Versammlung vor Ort. Wir als Gemeinde, wir werden nicht durch die Trübsal gehen, wir werden vorher entrückt werden. Aber das habe ich schon im ersten Kapitel erklärt, dass wir nach der Trübsal entrückt werden. Und das beweist eindeutig Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Schau dir die Predigt an zu Offenbarung Kapitel 1, wenn du nicht weißt, wovon ich rede. Aber wir sehen dann noch Offenbarung Kapitel 2, dass all diese Gemeinden durch Trübsal gehen mussten. Warum wohl? Warum macht die Bibel das so deutlich? Weil wir als Christen durch die Trübsal gehen werden. Eindeutige Sache. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reichen und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Gottes und um das Zeugnis Jesu Christi willen. Selbst Johannes hat Bedrängnis, hat Drangsal erlebt. Genauso wird es auch sein mit den Gemeinden, mit denen wir uns dann gleich beschäftigen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Offenbarung Kapitel 2. Was zeichnet diese Gemeinde aus? Die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Immer und immer wieder werden die Werke der Gemeinden betont. Warum werden die Werke so betont? Nun, weil eine Gemeinde, eine Kirche, das sind Synonyme, das ist ein Haus Gottes, in dem gearbeitet wird. Eine Gemeinde ist zur Arbeit da. Warum sind wir hier auf der Erde als Christen, um das Werk des Herrn zu tun? Ich kenne deine Werke. Es geht um unsere Werke in der Kirche. Es geht in der Kirche als Christen nicht einfach nur jeden Sonntag um Errettung. Hey, wir sind schon gerettet, deswegen sind wir in der Kirche. Jetzt geht es um unsere Werke, dass wir Seelen gewinnen gehen. Dass wir das Werk des Herrn tun. Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Was für eine gute Gemeinde, was für eine vorbildliche Gemeinde. Sie tun die Werke. Aber wir werden dann gleich sehen, welches Werk sie nicht tun. Nämlich das wichtigste Werk tun sie nicht. Dazu kommen wir dann gleich. Aber an und für sich erstmal, was für eine vorbildliche Gemeinde. Siehst du, sie tun die Werke. Und es ist kein Wunder, dass sie standhaftes Ausharren haben müssen. Denn wenn du die Werke tust, dann wirst du auch durch Trübsal gehen. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist, was die Bibel lehrt und das ist, was die Bibel immer und immer wieder betont, dass wir als Christen Verfolgung erleiden werden, Trübsal erleiden werden, Drangsal erleiden werden. Christen, die keine Trübsal erleiden werden, woran liegt das? Sie leben nicht gottesfürchtig in Christus Jesus. Sie tun nicht die Werke. Aber hier haben wir eine Gemeinde, die die Werke tut. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus, deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Warum müssen sie standhaft ausharren? Weil sie Bedrängnis erfahren.
dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, seine Apostel sind es nicht, und hast sie als Lügen erkannt. Was für ein perfekter Vers für diese apostolischen Kirchen. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Wenn Leute daherkommen und sagen, oh, ich bin Apostel so und so. Lügner. Es gibt keine Apostel mehr heutzutage. Apostel mussten Augenzeugen sein. Sie müssen Jesus Christus gesehen haben. Sie waren von Jesus Christus persönlich bestimmt. Es gibt keine Apostel heutzutage mehr. Was für ein perfekter Vers für diese apostolischen Kirchen, die angeblich auf die Apostel zurückgehen. Nein, wir als Baptisten, wir gehen auf die Lehre der Apostel zurück. Aber wir bezeichnen uns nicht Apostel, weil wir kein Apostel sind. Es gibt keinen Apostel mehr heutzutage. Also diese Gemeinde, sie hat die Werke, sie geht durch Drangsal, Trübsal, Bedrängnis. Das sind alles Synonyme natürlich. Und hey, sie erkennt falsche Propheten. Sie erkennt falsche Apostel. Das ist gut. Ja, hier, das ist noch der positive Teil über diese Gemeinde. Und du hast schweres Ertragen, Vers 3, und hast standhaftes Ausharren. Also, nur um das nochmal, dass es jeder kapiert, standhaftes Ausharren. Zum zweiten Mal sagt Jesus, diese Gemeinde hat standhaftes Ausharren. Du hast schweres Ertragen, hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und viele Leute haben diese Idee bei den sieben Gemeinden in Asia, dass das nur irgendwie eine symbolische Funktion hat, dass es dabei nicht um tatsächliche Gemeinden geht, sondern dass es da um diese Kirchenzeitalter geht. Hast du bestimmt schon mal gehört, diese Kirchenzeitalter. Ja, und wir heutzutage sind im Laodicea-Zeitalter. Aber diese Lehre funktioniert nur, wenn du an diese falsche Lehre der universellen Gemeinde glaubst, der universellen weltweiten Gemeinde aller Christen. Aber wie ich schon in Kapitel 1 erklärt habe, es gibt nicht diese eine universelle Gemeinde, sondern es geht immer wieder um Gemeinden. Ja, und das sehen wir hier besonders deutlich in Offenbarung Kapitel 2 und 3, dass es immer um die einzelnen Gemeinden geht vor Ort. Und wenn wir das, was sich an die Gemeinde in Ephesus gerichtet hat, auf uns beziehen, dann beziehen wir das auf unsere Ortsgemeinde. Nicht irgendwie auf die weltweite Christenheit. Es ist nicht irgendwelche Zeitalter, um die es hier geht, sondern es geht um tatsächliche, buchstäbliche Gemeinden, die es damals gab. Wenn wir das auf heute beziehen, natürlich lernen wir etwas daraus für uns. Dann beziehen wir das aber auf unsere Gemeinde, nicht irgendwie auf alle Kirchen weltweit. Warum? Leute, die behaupten, wir sind jetzt im Laodicea-Zeitalter, nun, die können das gerne auf ihre Gemeinde beziehen. Aber betrifft das jede Gemeinde, dass jede Gemeinde lauwarm ist? Betrifft das jede Gemeinde? Wir als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, sind nicht lauwarm. Wir sind heiß. Wir sind Feuer und Flamme. Natürlich gibt es andere Gemeinden, die sehr wohl wie Laodicea sind, die lauwarm sind und noch schlimmer, die gar keine richtigen Gemeinden sind, die gar keine Kirchen sind. Also zu sagen, wir sind im Laodicea-Zeitalter, nun bezieh das gerne auf deine lächerliche, schwache, liberale Gemeinde. Aber das ist nicht irgendwie ein Zeitalter, das alle Gemeinden betrifft. Nein, sondern es geht hier um Gemeinden. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Es geht um die einzelnen Ortsgemeinden. Wenn wir das auf unsere Gemeinde beziehen, dann eben auf unsere Ortsgemeinde. Offenbarung Kapitel 2, du bist weiterhin auf Offenbarung Kapitel 2 in Vers 4. Da lesen wir, aber ich habe gegen dich, jetzt kommt zum negativen Teil. Man könnte denken, die Gemeinde Ephesus, die hat alles richtig gemacht. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Nun, das sehen wir im nächsten Vers. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Die erste Liebe sind die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Matthäus Kapitel 4, Vers 19, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Denkt drüber nach, was sind die ersten Werke? Was war das Erste, was Jesus seinen Jüngern befohlen hat? Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der Befehl war, Menschen zu fischen, das Evangelium zu verkündigen. Das sind die ersten Werke, Seelengewinn zu gehen. Aber es sind auch die ersten Werke im Sinne von, dass es die wichtigsten Werke sind. Und die Gemeinde in Ephesus, die hat viele tolle Werke getan, nicht wahr? Und sie hat viele gerechte Dinge getan, sie hat die richtige Lehre gelehrt, sie haben Irrlehrer erkannt, falsche Propheten erkannt, diese falschen Apostel. Aber die wichtigsten Werke, die haben sie nicht getan. Sie haben die erste Liebe verlassen, die ersten Werke.
sind auch die ersten Werke im Sinne von die wichtigsten Werke. Lukas Kapitel 19, Vers 10, da heißt es nämlich, ihr müsst das nicht aufschlagen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wozu ist Jesus gekommen auf die Erde? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die ersten Werke, das ist Evangelisation, Seelengewinn. Dazu ist Jesus gekommen überhaupt. Das war der erste Befehl an seine Jünger, die er berufen hat. Er will sie zu Menschenfischern machen. Er hat uns zu Menschenfischern gemacht. Dieser Befehl gilt natürlich uns. Was ist, wenn eine Gemeinde an und für sich gut ist? Sie haben die richtige Lehre, sie tun viele Werke, sie tun viel Gutes, aber sie gehen nicht Seelen gewinnen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst, ja, wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, Gemeinde, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und was sind die Leuchter? Wir haben in Offenbarung Kapitel 2 am Anfang, da heißt es, der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Was waren die sieben goldenen Leuchter, was waren die sieben Sterne? Das haben wir in Offenbarung Kapitel 1 erfahren. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also wenn Jesus zu einer Gemeinde sagt, ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, dann bedeutet es im Grunde genommen, diese Gemeinde verliert ihre Legitimität, diese Kirche verliert ihre Legitimität als Kirche. Sie ist keine Kirche mehr. Wenn der Leuchter das Symbol ist für eine Kirche, der Leuchter symbolisch weggestoßen wird von der Kirche, dann ist die Kirche keine Kirche mehr. Was will ich damit sagen? Eine Kirche, die an und für sich gut ist, aber nicht Seelen gewinnen geht, die läuft Gefahr, von Jesus Christus verstoßen zu werden. Dass Gott selbst sie nicht mehr als Kirche anerkennt. Ja, aber wir versammeln uns doch als Gläubige. Wir sind doch getauft. Wir haben einen Pastor. Wir machen doch alles richtig. Aber ihr geht nicht Seelen gewinnen. Und das betrifft so viele Gemeinden heutzutage in Deutschland und so viele sogenannte Old IFB-Gemeinden in Deutschland. Was meine ich damit? Das sind Gemeinden von der IFB-Bewegung, Independent Fundamental Baptist. Es wurden Missionare ausgesandt nach Deutschland, die haben Gemeinden gegründet. Gott sei Dank, preis den Herrn dafür. Weißt du, was sie nicht tun? Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Was für eine Schande. Sie haben ihre erste Liebe verloren. Sie haben die ersten Werke verloren. Und sie sollten Buße tun und die ersten Werke tun. Warum werden die ersten Werke auch als erste Liebe bezeichnet? Nun, wenn wir Seelen gewinnen gehen und jemandem das Evangelium verkündigen aus der Bibel, das erfüllt unser Herz mit Liebe, nicht wahr? Die Werke und Liebe gehören zusammen. Und wir sollten weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die sagen nämlich, oh, Liebe, das ist eine Entscheidung. Sie meinen damit, dass es einfach nur eine Entscheidung ist und es sind nur die Werke, die du tust. Und das ist falsch. Liebe ist auch ein Gefühl. Denn wenn es darum geht, Gott zu lieben, was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite sind vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also was das erste, was Jesus nennt, ist das Herz. Natürlich geht es bei Liebe um unsere Gefühle. Es ist beides. Es sind Gefühle. Wir sollen Feuer haben. Wir sollen eifrig sein. Wir sollen brennen dafür. Wir sollen Liebe dafür haben, Menschen zu retten. Wir sollen Liebe für die Menschen haben. Ja, deswegen die ersten Liebe. Aber es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern zu echter Liebe gehören auch die Werke. Siehst du, wenn du sagst, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst, ich liebe Ungläubige und gehst nicht Seelen gewinnen, nun, das ist keine Liebe. Also, Werke und Liebe gehören zusammen, das sehen wir dann auch später in den nachfolgenden Versen, wenn es dann um eine andere Gemeinde geht. Verlasse nicht die erste Liebe, verlasse nicht die ersten Werke, wir müssen Seelen gewinnen gehen. Wenn wir nicht Seelen gewinnen gehen als Kirche, dann laufen wir Gefahr, dass Jesus den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wird. Dann sind wir keine Kirche mehr. Offenbarung Kapitel 2 in Vers 6, da heißt es, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also wir sehen hier immer wieder, wenn wir durch die einzelnen Kirchen gehen, in Offenbarung Kapitel 2, durch die ersten vier Kirchen, dass Jesus sie tadelt, sie zurechtweist und aber auch was Gutes nennt. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Gott hasst, Jesus Christus hasst, manche Lehren, falsche Lehren, er hasst manche Leute, er hasst Irrlehrer und er hasst auch die Werke der Irrlehrer. Dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Nun, wir erfahren nicht wirklich, was das für Leute waren, die Nikolaiten, was die gelehrt haben, was die für Werke getan haben. Aber die Nikolaiten, die werden dann nochmals genannt. Und was wir daraus lernen ist, dass es eben zu einer bestimmten Zeit ja, bestimmte Irrlehren gibt, gegen die gekämpft werden muss. Da gab es eben zu dieser Zeit, zu Johannes' Zeit, die Lehre der Nikolaiten und die Werke der Nikolaiten.
Wir wissen nicht genau, was das war, aber zu unserer Zeit haben wir eben andere Irrlehren, gegen die wir kämpfen müssen, die einen hohen Rang bei uns einnehmen. Ja, in dem Sinne, das ist eben eine Lehre, die wir immer wieder bekämpfen müssen, eine falsche Lehre, wie zum Beispiel, dass man seine Errettung verlieren könnte, nicht wahr? Leute heutzutage glauben, für die meisten sogenannten Christen heutzutage glauben nicht an Heilssicherheit, an einmal gerettet, immer gerettet. Das ist eine Lehre, mit der wir uns eben beschäftigen müssen, hauptsächlich. Damals waren es die Nikolaiten. Und Jesus Christus hasst die Werke der Nikolaiten, er hasst ihre Lehren. Und wir sollten Hass haben gegen Irrlehre. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt, der überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Nun, was bedeutet das zu überwinden? Das sind natürlich Verse, die auch gerne verdreht werden von falschen Propheten, von Irrlehrern, die Werksgerechtigkeit lehren. Und du musst überwinden. Das heißt irgendwie, was weiß ich, von deinen Sünden umkehren, besseres Leben leben und so weiter. Aber dieser Begriff, die Welt zu überwinden, der kommt nicht so oft vor in der Bibel. Wir müssen Bibel mit Bibel vergleichen, wir müssen die Bibel mit der Bibel erklären. Wir müssen Geistliches geistlich erklären, sagt die Bibel. Also, was bedeutet das, wenn die Bibel hier sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist? Nun, schlag 1. Johannes Kapitel 5 auf. 1. Johannes Kapitel 5, wir schauen uns das an, was das bedeutet. Was die biblische Definition davon ist, zu überwinden. 1. Johannes Kapitel 5 in Vers 4, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was für eine eindeutige Aussage. Worum geht es hier bei den Leuten, die überwinden? Das sind ganz einfach Gläubige. Zu überwinden bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, wir sind aus Gott geboren durch den Glauben, überwindet die Welt. Also es ist nicht so, dass du die Welt überwinden musst, ja, und dadurch und dann bist du gerettet oder so. Nein, sondern du bist gerettet, du bist aus Gott geboren. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie können wir diese Welt besiegen? Wie können wir Sieger sein, den Sieg erringen, diese Welt überwinden? Wie können wir auf der Siegerseite sein? Durch unseren Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wenn es hier darum geht, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in der Gemeinde sagt, der überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das ist einfach, hey, wer gerettet ist? Wer gerettet ist, der kommt ins Paradies, der wird von dem Baum des Lebens essen. Hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Und ich möchte euch aber ein paar weitere Verse dazu zeigen. Du schlägst 1. Mose Kapitel 3 auf 1. Mose Kapitel 3. In 1. Mose Kapitel 3, ich lese vor, Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Vers 23, 1. Mose 3, Vers 23, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also Gott hat den Menschen vertrieben aus dem Garten Eden und hat sichergestellt, dass er eben nicht mehr von dem Baum des Lebens essen konnte. Denn wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir uns ganz doll anstrengen, irgendwie sozusagen zum Baum des Lebens zu kommen. Ja, und dann kämpfen wir gegen die Cherubim. Wir versuchen, einen guten Kampf zu kämpfen, Werke zu tun, auf unsere Art und Weise zum Baum des Lebens zu gelangen. Nein, sondern die einzige Möglichkeit, zum Baum des Lebens zu gelangen, ist, die Welt zu überwinden. Was bedeutet das? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es geht hier ganz einfach um Errettung. In Johannes Kapitel 16, Vers 33, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus hat die Welt überwunden, Jesus hat die Welt besiegt. Wie werden wir Sieger sein? Nicht durch unsere guten Werke, nicht dadurch, dass wir so toll sind, sondern dass wir ganz einfach glauben an Jesus Christus und dadurch wird uns sein Sieg zuteil. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist, Verzeihung. Was ist das Paradies? Wenn du dich erinnerst, was Jesus zum Dieb am Kreuz gesagt hat, du schlägst 2. Korinther 12. Aber du erinnerst dich bestimmt daran, was Jesus zum Dieb am Kreuz gesagt hat. Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Allein schon in dem Vers kann man natürlich erkennen, dass es bei dem Paradies um den Himmel geht. Aber ich möchte dir einen eindeutigen Vers zeigen. 2. Korinther 2. In Vers 2, da heißt es: Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechlich Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also das Paradies ist der dritte Himmel, wenn wir das hier im Kontext lesen. Warum drei Himmel? Nun, wir haben den Himmel, den wir sehen können. Ja, dann haben wir das Weltall, all die Himmelskörper, und dann haben wir den dritten Himmel, das Paradies, wo Gott wohnt, wo wir sein werden, wenn wir entrückt werden. Wir werden in Wolken entrückt werden. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Wir werden entrückt werden und bei Gott sein. Natürlich werden wir dann auf die Erde auch wieder zurückkommen. Dazu kommen wir dann noch. Also das Paradies ist ganz einfach ein anderes Wort für den Himmel. Offenbarung Kapitel 2, geht wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 2. Die Gemeinde in Ephesus war an und für sich eine gute Gemeinde. Aber sie lief Gefahr, ihren Status als Kirche zu verlieren. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sie haben zwar all diese tollen Werke getan. Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren. Hey, sie haben sich abgemüht, sie haben gearbeitet, sie haben anderen Christen gedient vielleicht. Sie haben die richtige Lehre gelehrt. Sie haben Irrlehrer entlarvt, die falschen Apostel erkannt. Aber sie hatten nicht die ersten Werke. Und warum gibt es diese Gemeinde nicht mehr? Nun, möglicherweise deshalb, weil sie eben nicht Seelengewinn gegangen sind. Sie haben nicht Buße getan. Natürlich weiß ich das nicht zu 100%, aber hey, all diese Gemeinden gibt es nicht mehr. Sie sind irgendwann ausgestorben. Irgendwann kam es an einen Punkt, wo sie eben ihre Legitimität verloren haben als Kirchen. Was mit der Gemeinde von Smyrna und dem Engel in Vers 8, Offenbarung Kapitel 2, Vers 8, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke, deine Drangsal, deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Also was stellen wir fest? Die erste Gemeinde Ephesus, sie hatte Bemühungen, standhaftes Ausharren. Dann sagt Jesus nochmals, dass sie standhaftes Ausharren haben. Er sagt es zweimal. Und zu betonen, hey, diese Gemeinde, musste einiges durchmachen. Das Schweres ertragen, das standhaftes Ausharren. Und in meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Was mit der Gemeinde in Smyrna? Genau das Gleiche. Auch sie gehen durch Drangsal, Bedrängnis, Schwierigkeiten. Ich kenne deine Werke, deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Woher kam diese Drangsal, durch die sie gegangen sind? Von der Synagoge des Satans, von Juden. Und lass mich dir erklären, was die Synagoge des Satans ist. Das ist nicht schwer zu verstehen an und für sich, aber es gibt Leute, die wollen das verdrehen, die wollen es nicht wahrhaben, dass die Synagoge des Satans ganz einfach Juden sind. Ja, die Religion des heutigen Judentums. Denn wer sind die Leute, die sagen, sie seien Juden? Wer würde von sich sagen, ich bin Jude? Nur heutige Juden sagen, dass sie Juden sind. Nur Leute, die der Religion des Judentums folgen, sagen, dass sie Juden seien. Das sind die einzigen Leute, auf die es zutreffen kann. Außerdem, welche Religion hat Synagogen? Tja, das sind nur Juden. Das ist nur das Judentum, die Synagogen haben. Also es geht bei der Synagoge des Satans eindeutig ausschließlich um Juden. Aber Leute wollen das verdrehen und ja, irgendwie, das sind nicht richtige Juden. Es gibt die richtigen Juden. Ja, es gibt richtige Juden. Ich zeige dir gleich, was die richtigen Juden sind. Aber es gibt diese Zionisten, nicht, ja? Die sagen, dass Juden, sprich die heutigen Juden, das heutige Israel, dass das das Volk Gottes sei, nicht wahr? Aber das ist das Volk Gottes. Das sind die richtigen Juden. Aber dann gibt es eben Juden, die sind nicht wirklich richtig Juden. Sie bezeichnen sich nur als Juden, aber sind keine echten Juden. Aber lass mich dir zeigen, was die echten Juden sind. Römer Kapitel 2, Vers 28. Du schlägst Philipper 3, Vers 3 auf. Aber ich lese dir vor aus Römer Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also wer ist der echte Jude, der innerlich beschnitten ist, am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach? Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Aber warte mal was, Gott hat keine Anerkennung für die heutigen sogenannten Juden. Vielmehr sagt die Bibel, dass sie Gott nicht gefallen. Sie haben keine Anerkennung. Also genau,
bei diesen Juden, bei der Synagoge Satans, da geht es nicht um echte Juden. Denn wer sind die echten Juden? Das sind wir als Christen. Philipper Kapitel 3, Vers 3. Bis in Philipper Kapitel 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. Wir sind die Beschneidung. Was ist mit diesen Juden angeblichen, mit den angeblichen heutzutage? Sie vertrauen auf Fleisch. Sie rühmen sich nicht in Christus Jesus. Sie dienen Gott nicht im Geist. Wie sind sie die Beschneidung? Wie sind sie echte Juden? Siehst du, die Synagoge des Satans, wer ist das? Das sind die Leute, die sich eben als Juden bezeichnen. Das ist das Judentum. Und sie sind vom Teufel. Ihr habt den Teufel zum Vater, Johannes Kapitel 8, Vers 44. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, denn war das nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet es aus seinem eigenen, der ist ein Lügner und der Vater derselben. Ihr habt den Teufel zum Vater. 1. Thessalonicher, schlag 1. Thessalonicher auf. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14. Ich fange an vorzulesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben es verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Gott hat keinen Gefallen an diesen Leuten, die behaupten, sie seien Juden. Denn sie sind keine Juden. Sie sind die Synagoge des Satans. Denn wer sind die wahren Juden? Das sind wir als Christen. Und zwar ausschließlich wir als Christen. Und die Gemeinde in Smyrna, sie erleidet Drangsal. Und Jesus nennt zuerst wieder die Werke. Warum? Weil es in der Kirche eben um Werke geht, um das, was wir tatsächlich tun. Aber wenn wir die Werke tun, wenn wir Jesus Christus dienen, dann werden wir auch Drangsal haben. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Warum? Denn hey, wir als Christen, wir haben die Welt überwunden. Wir haben den Sieg schon errungen. Wir werden alles erben. Wir werden die ganze Erde erben. Wir werden über die Erde herrschen. Da spielt es keine Rolle, ob wir materiell jetzt momentan arm sind. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Judentum ist vom Teufel. Das ist die Religion des Teufels. Juden sind vom Teufel. Natürlich gibt es hier und da einige Juden, die noch gerettet werden können. Gott sei Dank. Ja. Aber diese Religion ist vom Teufel. Und Jesus sagt das hier sehr eindeutig mit harten Worten. Und dasselbe lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 3 übrigens. Offenbarung Kapitel 3, da heißt es nämlich in Vers 9, siehe, ich gebe das Zeug aus der Synagoge des Satans, die sich Jude nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Sie sind Lügner. Warum zeichnet sie das aus? Nun, weil sie von ihrem Vater sind, von dem Teufel. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was ist der Teufel? Das ist der Vater der Lüge. Also diese Gemeinde in Smyrna, die all diese Drangsal erlebt hat, durch wen hat sie Drangsal erlebt? Von wem wurden sie verfolgt? Von wem haben sie Trübsal erlitten? Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Also, im Vers davor haben wir gelesen über die Synagoge des Satans. Jetzt lesen wir davon, dass der Teufel etliche von ihnen ins Gefängnis werfen wird. Das ist natürlich etwas, was schon zu ihrer Zeit geschehen ist. Wir beschäftigen uns mit dem Ist-Zustand. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Wir beschäftigen uns mit dem, was ist. Diese Gemeinde hat es natürlich tatsächlich erlebt. Aber wir lernen daraus auch viele Prinzipien, die wir auf uns anwenden können, als Gemeinde und auch als einzelne Christen. Und Juden damals und heute sind gegen Christen. Sie sind gegen uns. Durch wen haben sie diese Trübsal erlebt? Durch Juden, durch die Synagoge des Satans. Der Teufel hat nicht wortwörtlich als Person sie ins Gefängnis geworfen, sondern der Teufel agiert natürlich durch seine Diener, durch seine Knechte, unter anderem Juden. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen besonders, durch wen haben sie immer wieder Verfolgung erfahren? Durch die Juden.
immer wieder durch die Juden. Natürlich auch hier und da durch Heiden, aber dann lesen wir auch immer wieder, dass die Heiden durch die Juden aufgestachelt wurden, Christen zu verfolgen. Juden sind die Nummer eins Christenverfolger. Das heißt nicht, dass es keine Verfolgung gab durch das antike Rom, dass es keine Verfolgung gab durch andere Leute, aber Juden werden nun mal betont, wenn es um Verfolgung geht, wie wir hier in diesen Versen schön sehen. Siehe, der Teufel wird endlich von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben. 10 Tage lang sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Schlagt mit mir auf. 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23. Warum gehen wir zurück ins Alte Testament? Zu 3. Mose Kapitel 23. Nun, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir können aus allen Büchern der Bibel etwas lernen, auch wenn wir uns manchmal denken, wie können wir das hier in 3. Mose anwenden auf uns, nicht wahr? Vieles in 3. Mose, in den Büchern Mose allgemein, ist schwer zu verstehen oder wir sehen nicht sofort, wie wir etwas davon anwenden können. Aber sogar wenn es um Endzeitprophetie geht, finden wir wichtige Hinweise in 3. Mose. Und zwar in 3. Mose Kapitel 23, da haben wir die verschiedenen Feste. In Vers 3, da geht es um den Sabbat. In Vers 4, da geht es um das Fest der ungesäuerten Brote. In Vers 9, da geht es um die Erstlingsgabe. In Vers 15 geht es um das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Und in Vers 23 geht es um das Fest des Hörnerschalls. In Vers 26 geht es um den Versöhnungstag, um all diese Feste. Und was sehr interessant ist, als Jesus gekommen ist das erste Mal, wir beschäftigen uns jetzt mit dem zweiten Kommen Jesu, nicht wahr? Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen und so weiter. Aber als Jesus das erste Mal gekommen ist, da hat er die ersten dieser Feste erfüllt. Er hat den Sabbat erfüllt. Ja? Wir gehen natürlich in die Ruhe des Herrn ein durch den Glauben. Wir halten somit nicht mehr wortwörtlich den Sabbat, sondern durch den Glauben ziehen wir in die Ruhe des Herrn ein. Jesus hat das Fest der ungesäuerten Brote erfüllt. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Jesus Christus wird auch als die Erstlingsgabe bezeichnet. Er ist der Erstling der Auferstehung. Er hat die Darbringung der Erstlingsgabe erfüllt. Außerdem, natürlich, er hat das Passa erfüllt. Das habe ich vergessen zu sagen. Er hat das Passa erfüllt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, nicht wahr? Und das Pfingstfest, wenn ich daran erinnere, zu Pfingsten wurden die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und diese Feste, die wurden zur Frühlingszeit erfüllt. Beim ersten Kommen Jesu hat er diese Feste erfüllt. Sie deuten alle symbolisch darauf hin, auf Jesus, darauf, dass er eben das Lamm Gottes ist, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt, er ist das Brot des Lebens und so weiter. Aber dann gibt es Feste, die noch erfüllt werden in symbolischer Hinsicht, die noch erfüllt werden in der Zukunft, die wir noch nicht erlebt haben. Und zwar in Vers 23, da heißt es, 3. Mose 23, Vers 23, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und spricht im 7. Monat, am ersten des Monats soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist derselbe Monat, der 7. Monat, aber am 10. Tag, was haben wir gelesen? In Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Der Teufel wird endlich von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Also, was wir hier sehen ist, im 7. Monat, am 1. Tag, das ist in der Mitte des Jahres, Verzeihung, gab es das Fest des Hörnerschalls. Es ist ein Gedenken unter Hörnerschall. Und ich werde jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, aber lass mich nur kurz zusammenfassen. Wir werden dann später noch darauf mehr eingehen in den nachfolgenden Kapiteln in der Offenbarung. Die gesamte Endzeit, die Trübsal und der Zorn Gottes, das ist eine Spanne von 7 Jahren. Das ist eine Periode von 7 Jahren. Und in der Mitte dieser Periode, Daniels 70. Woche, in der Mitte der 7 Jahre, also circa 3,5 Jahre, geschieht was? Das erfahren wir aus Matthäus Kapitel 24. Der Gräuel der Verwüstung wird aufgerichtet. Das heißt, der Antichrist wird im Tempel ein Bild aufrichten. Und es wird der Gräuel der Verwüstung genannt.
Und wie gesagt, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, weil wir uns hauptsächlich mit den Kirchen beschäftigen. Aber ich will dir erklären, was es hier bedeutet mit den 10 Tagen. Ja, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. In der Mitte der 7 Jahre wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Und mit dem Gräuel der Verwüstung wird die große Drangsal beginnen. Und nach der großen Drangsal wird Jesus wiederkommen und uns entrücken. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage, sagt die Bibel, ne, wird eben Jesus kommen. Und nach der Drangsal dieser Tage, worum geht es da? Um die große Drangsal. Und die große Drangsal, die wird nicht exakt 10 Tage dauern, sie wird länger dauern. Aber diese 10 Tage sind symbolisch für die kleinere Periode der großen Drangsal. Wir haben die Trübsal, die Drangsal, und dann kommt der Gräuel der Verwüstung, der Antichrist wird uns verfolgen als Christen. Und danach, symbolisch gesehen 10 Tage nach der großen Drangsal, wird Jesus kommen und uns entrücken. Und dann wird der Versöhnungstag sein. Schlag 3. Mose Kapitel 25 auf. 3. Mose Kapitel 25, da heißt es in Vers 8, und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass dir die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du den Schall des Schofarhorns ertönen lassen. Im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats, am Tag der Versöhnung, sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Also am Versöhnungstag, was symbolisiert das? Oder das Halljahr, was symbolisiert das? Das ist die Entrückung, wenn wir eben nach der großen Drangsal entrückt werden. Die Gemeinde in Smyrna, sie hatte wortwörtlich 10 Tage Drangsal. Nicht wahr? Aber wir lernen etwas daraus, auch für die Zukunft. Und wenn wir es vergleichen mit 3. Mose Kapitel 23, das gleicht sich ab. Es geht um die 10 Tage in der Mitte des Jahres, bezogen auf die Endzeit in der Mitte der 7 Jahre, ist der Gräuel der Verwüstung, die große Drangsal beginnt. Wir haben Drangsal 10 Tage lang, symbolisch gesehen. Die große Drangsal wird etwas länger dauern. Darauf können wir dann später eingehen. Und dann kommt eben der Versöhnungstag. Das Halljahr fällt auf den Versöhnungstag. Und da werden wir dann heißt es hier, es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Das ist 3. Mose Kapitel 25, Vers 10. Das wird dann die Entrückung sein. Und das ist natürlich symbolisch, was wir hier lesen im Alten Testament, aber es ist interessant zu sehen, wie sich das Alte Testament abgleicht mit dem Neuen Testament. Es ist Gottes Wort und es gleicht sich perfekt ab. Faszinierend zu sehen. Offenbarung Kapitel 2, ihr seid in Offenbarung Kapitel 2. Also, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang, sei getrost, treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, der überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, ich gehe nochmal zurück, in Vers 8, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Angesichts dieser Drangsal hat Jesus sich vorgestellt als derjenige, der tot war und lebendig geworden ist. Das soll uns Trost geben. Ja, wir werden durch Drangsal gehen. Wir werden vielleicht, einige von uns werden getötet werden in der Trübsal. Aber hey, wir haben ewiges Leben. Jesus ist derjenige, der tot war und lebendig geworden ist. Und wer überwindet, Offenbarung Kapitel 2, Vers 11, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt. Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir werden natürlich nicht in die Hölle kommen. Auch wenn wir vielleicht unfassbare Trübsal erleben werden. Hey, wir haben Jesus Christus auf unserer Seite. Wir werden nicht in die Hölle kommen. Angesichts all dieser Drangsal sind das trostspendende Worte an diese Kirche damals in Smyrna, aber auch für uns, für die Zukunft. Offenbarung Kapitel 2, Vers 12, da heißt es weiter, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also das ist eine Gemeinde, die in einer extrem gottlosen Gegend wohnt. Die ihren Sitz hat in einer extrem gottlosen Gegend, nicht wahr? Da, wo der Thron des Satans ist. Und das ist kein wortwörtlicher Thron. Ich meine, der Teufel wohnt nicht wortwörtlich auf der Erde. Der Teufel geht natürlich umher auf der Erde als ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann und so weiter.
Aber der Teufel ist auch noch, übrigens noch nicht aus dem Himmel herausgestoßen. Er wurde noch nicht vom Himmel herabgeworfen. Der Teufel hat immer noch Zugang zum Himmel. Das lesen wir im Buch Hiob, nicht wahr? Dass der Teufel vor den Herrn tritt. Unter den Söhnen Gottes. Also der Teufel, der ist noch nicht aus dem Himmel hinabgestoßen. Der Teufel ist mal im Himmel, der Teufel ist mal auf der Erde, geht umher auf der Erde, sucht, wen er verschlingen kann. Und offensichtlich war die Gemeinde in Pergamos an einem extrem gottlosen Ort, da wo der Thron des Satans ist. Aber diese Gemeinde hat festgehalten an Jesu Namen. Und was wir daraus lernen ist, egal wo wir sind, wir können als Christen Erfolg haben. Wir können als Christen festhalten an dem Namen Jesu Christi. Wir müssen nicht den Glauben an Jesus verleugnen. Wir können trotzdem gute Werke tun. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Hey, du wohnst da, wo der Thron des Satans ist. Aber ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Sie hatten trotzdem Erfolg, sind trotzdem Seelengewinn gegangen, haben Menschen gerettet. Du könntest dir vielleicht denken, Deutschland ist so ein gottloses Land. Das ist der Thron des Satans. Was können wir hier tun? Wir können trotzdem Seelengewinn gehen. Wir können trotzdem Menschen retten. Und Erfolg haben, wie die Gemeinde in Pergamos. Aber, Vers 14, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, vor die Kinder Israels einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ich habe ein weniges gegen dich. Siehst du, das war eine Gemeinde nicht wie Ephesus, die falschen Apostel erkannt hat. Diese Gemeinde in Pergamos, sie ist leider hereingefallen anscheinend, zum Teil. Sie hatten einiges dort, die an der Lehre Biliams festhalten. Sie haben sie nicht ausgestoßen aus der Gemeinde. Sie haben sie nicht rausgeworfen. Das, was sie eigentlich hätten tun sollen. Wer war Biliam? Nun, Biliam wird auch im Neuen Testament genannt, in Judas in Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen, haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben, sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Also Biliam wird verwendet als ein Paradebeispiel für einen Irrlehrer, für einen falschen Propheten, für einen Verworfenen. Und was hat Biliam gemacht? Biliam wurde angeheuert von dem Moabiter König Balak. Lesen wir im Buch 4. Mose. Der Moabiter König Balak hat Biliam angeheuert, um Israel zu verfluchen. Denn Israel hat sich im Land Moab gelagert. Und Balak hatte Angst vor Israel und wollte, dass Biliam, dieser falsche Prophet, eben Israel verflucht. Aber Gott hat das nicht zugelassen. Er hat den Fluch Biliams in einen Segen verwandelt. Aber jetzt erfahren wir im Neuen Testament ein Detail, das wir so im Alten Testament gar nicht gelesen haben, wo es nämlich heißt, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen. Also Biliam konnte zwar die Kinder Israels nicht verfluchen, Gott hat den Fluch in einen Segen verwandelt, aber was hat Biliam stattdessen getan, weil er eben auf das Geld aus war, weil er ein falscher Prophet war? Er hat den Balak gelehrt, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen. Siehst du, wie können wir zu Fall gebracht werden als Christen? Wie konnte Biliam dennoch eben sein Ziel erreichen? Dadurch, dass er eben den Balak gelehrt hat, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen. Wie werden wir fallen? Wie werden wir zugrunde gerichtet werden, indem wir uns selbst zugrunde richten durch unsere eigene Sünde? Der den Balak lehrte, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Was so faszinierend ist, dass wir dieses Detail eben nicht finden im Alten Testament. Wie Biliam es dann eben doch noch geschafft hat, durch einen Umweg, dass ja, Israel sich zum Teil zumindest selbst zugrunde gerichtet hat. Er konnte Israel nicht verfluchen, aber dadurch, dass er den Balak lehrte, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, ist eben doch noch zum Teil an sein Ziel gekommen. Und es gibt Leute, die denken irgendwie, dass Biliam gerettet war, aber das ist Schwachsinn. Biliam war definitiv nicht gerettet. Er wird als Paradebeispiel genannt für einen Irrlehrer im Judasbrief. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen, haben sich um Gewinnes willen völlig im Betrug Biliams hingegeben, sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von Wind umhergetrieben, unfruchtbare Bäume und Sperrtier aus Zäumen erstorben, denn es wurzelt wilde Wellen des Meeres, die eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Sie haben keine Hoffnung mehr, sie haben keine Chance mehr, gerettet zu werden. Biliam war ein falscher Prophet, er war nicht gerettet. Aber das nur so am Rande. Offenbarung Kapitel 2, das ist in Vers 16 weiter.
tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Also die Gemeinde in Pergamos war an und für sich eine legitime Gemeinde. Was sie nicht geschafft hat, ist, Irrlehrer rauszuwerfen. Sie haben Irrlehrer in der Gemeinde toleriert. Was war diese Irrlehre? Ja, darauf sollte ich noch mal mehr eingehen vielleicht. Was war diese Irrlehre? Nun, was hier genannt wird, ist, eben einen Anschluss zur Sünde vor der Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Diese Irrlehre ist im Grunde genommen, und das ist nicht irgendwie Irrlehre im Sinne von verderbliche Irrlehre, dass man dadurch, ja, dass durch Unzucht irgendwie nicht mehr in den Himmel kommt oder so. Verderbliche Irrlehre wäre natürlich, ein falsches Evangelium zu lehren. Einmal gerettet, immer gerettet abzulehnen und so weiter. Aber es ist eine falsche Lehre. Ja, und diese falsche Lehre ist im Grunde genommen eine Lehre, die sagt, hey, es ist in Ordnung, Unzucht zu treiben, ja. Sei nicht so steif, ja. Sei nicht so bieder, es ist in Ordnung, Unzucht zu treiben. Hier, esst Götzenopfer, das ist cool, Götzenopfer zu essen. Und ich glaube nicht, dass ein Götzenopferfleisch an und für sich etwas Sündhaftes ist. Okay, Götzenopferfleisch ist einfach nur Fleisch. Aber warum wird das hier genannt? Er legte einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israels, dadurch, dass sie eben Götzenopfer aßen. Ja, er hat sie dazu angeleitet, dazu motiviert, Götzenopfer zu essen. Wozu hat das geführt? Dass sie falschen Göttern gedient haben. Das Problem ist bei Götzenopfern, dass sie, besonders wenn man eben lehrt, hey, das ist in Ordnung, iss ruhig deine Götzenopfer, iss ruhig. Dass man dadurch Leute dazu verführt, Götzen zu dienen. Das, worauf das hinauslaufen kann. Also hier ist das Ding. An und für sich das Fleisch ist einfach nur Fleisch. Ja. Wenn jemand mir etwas zu essen vorsetzt, dass die Bibel eindeutig, dass wir, dann werde ich das ganz einfach essen, ohne zu hinterfragen, woher das kommt. Ich werde es ganz einfach essen. Ja. Es ist nicht irgendwie an und für sich an dem Fleisch ist etwas falsch, auch wenn es vielleicht einem Götzen geopfert wurde. Aber das Problem ist, wenn wir sagen, hey, das ist in Ordnung, Götzenopfer zu essen, ist Götzenopfer, Leute so etwas lehren, dann werden wir schwächere Brüder dazu motivieren, ja, vielleicht wirklich vor Götzen niederzufallen. Ich meine, es klingt krass, aber ist nicht das, was geschehen ist im Alten Testament, dass sie falschen Göttern gedient haben? Also wenn jemand, ein Bruder, einen Anschluss daran findet, zum Beispiel irgendwie Halalfleisch zu essen oder so, dann sollten wir nicht sagen, hey, iss ruhig, ist kein Problem, das ist nur Fleisch. Nein, sondern das ist dann ein Anstoß zur Sünde. Oder es kann zumindest ein Anstoß zur Sünde werden. Dann werden wir natürlich nicht den Bruder dazu motivieren. Auf keinen Fall. Sondern dann halten wir uns davon fern. Denn die Bibel sagt auch, dass alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Hey, wenn er ein schlechtes Gewissen dabei hat, dann gehen wir eben nicht zusammen zum Dönerladen oder was auch immer. Sondern gehen wir eben in ein anderes Restaurant. Aber Vers 16, da heißt es, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Was so interessant ist an dem Vers, ich komme rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Er wird zwar hauptsächlich gegen sie Krieg führen, gegen die falschen Lehrer, aber er wird über die ganze Gemeinde kommen. Ich komme über dich als Gemeinde. Es gibt keinen Krieg, ohne dass Zivilisten getötet werden. Es gibt keinen Krieg ohne Kollateralschäden. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde falsche Lehre zulassen und dann Jesus Christus über uns kommt und gegen sie, gegen die Irrlehrer, Krieg führt mit dem Schwert seines Mundes, dann wird das auch andere betreffen in der Gemeinde. Dann werden wir alle darunter leiden. Deswegen, Irrlehrer müssen rausgeworfen werden. Es gibt keine Toleranz. Oder wollen wir, dass Jesus Christus kommt und Krieg führt mit dem Schwert seines Mundes? Was ist das Schwert seines Mundes? Nun, das haben wir schon in Offenbarung Kapitel 1 geklärt. Es geht natürlich um das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist schärfer als dieses zweischneidige Schwert. Und deswegen stellt sich Jesus auch hier vor, dieser Gemeinde in Pergamos, und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe, das sagt er, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Teilweise sind diese Vorstellungen erbaulich. Ja, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Hey, auch wenn ihr Drangsal leidet, wir haben die Welt überwunden durch unseren Glauben, wir werden leben, wir werden auferstehen. Aber manchmal ist es auch eher auf eine zurechtweisende Art und Weise. Das sagt er, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Warum sagt Jesus das? Warum stellt sich Jesus so vor? Nun, weil er rasch über sie kommen wird und gegen die Irrlehrer Krieg führen wird mit dem Schwert seines Mundes.
tue Buße. Sieh dich vor. Offenbarung Kapitel 2, Vers 17, da heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt, so überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Was ist verborgene Manna? Nun, das Manna repräsentiert das Wort Gottes. Dann gibt es eben das verborgene Manna. Siehst du, wenn du gerettet bist, dann hast du die Fähigkeit, das Wort Gottes zu verstehen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistig beurteilt werden muss. Dagegen wir als Christen haben den Heiligen Geist, können Gottes Wort verstehen und können von dem verborgenen Manna essen. Ein Ungläubiger kann vielleicht oberflächlich die Bibel verstehen, das Wort Gottes, das Manna verstehen. Aber wir werden von dem verborgenen Manna essen. Wir essen jetzt schon von dem verborgenen Manna. Denn hey, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir haben schon überwunden. Wir sind schon gerettet und essen von dem verborgenen Manna. Wir können auch die Geheimnisse des Wortes Gottes verstehen, die tiefer gehenden Lehren. Aber um wirklich tief zu gehen in die Bibel, um das Geheimnis des Herrn zu verstehen, die Bibel spricht davon, und ich kann den Vers mal ungefähr zusammenfassen, dass das Geheimnis des Herrn mit den Frommen ist. Also es reicht nicht aus, nur gerettet zu sein. Hey, wir werden von dem verborgenen Manna essen, einfach dadurch, dass wir gerettet sind, ja. Aber wenn du noch tiefer gehen willst, die Bibel besser verstehen willst, was musst du tun? Dann solltest du deinen Glauben auch Werke hinzufügen. Und ein frommes Leben führen, das ist, was ich damit meine. Offenbarung Kapitel 2, Vers 18, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme, dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben, dein standhaftes Ausharren. Da ist es wieder, das standhafte Ausharren. Warum wohl? Weil wir als Christen durch die Trübsal gehen werden. Wir werden nicht davor bewahrt. Dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Hey, super, das ist eine Gemeinde, die zunimmt in den Werken. Wir kommen natürlich gleich zum negativen Teil. Aber was ich dir erstmal zeigen möchte, ist, wo es hier heißt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben. Also Werke und Liebe, wie ich schon gesagt habe vorher, gehören zusammen. Dienst und Glaube gehören zusammen. Warum? Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Oftmals haben wir die Einstellung, naja, ich fühle mich gerade so nicht nach Seelengewinn. Ich habe gerade irgendwie nicht Liebe in meinem Herzen oder so. Das ist die falsche Einstellung. Befiehl dem Herrn deine Werke. Tue erstmal die Werke. Sage, Herr, hier bin ich, ich will Seelengewinn gehen, ich will Werke tun. Befiehl dem Herrn deine Werke, deine Gedanken werden zustande kommen. Wenn du rausgehst und die Werke tust, wenn du Seelengewinn gehst, ja, besonders wenn du eben die ersten Werke tust, zur ersten Liebe zurückkehrst, Seelengewinn gehst, das wird dann im Umkehrschluss dein Herz mit Liebe erfüllen. Es wäre falsch zu sagen, ich habe gerade keine Liebe, deswegen gehe ich nicht Seelengewinn, sondern tu einfach das, was Gott gesagt hat und dann werden auch die richtigen Gedanken folgen. Dann wird auch die Liebe folgen. Werk und Liebe gehören zusammen. Genauso Dienst und Glaube gehören zusammen. Wenn du dem Herrn dienst, wenn du dich hingibst, wenn du dich aufgibst für den Dienst des Herrn, dann wird es natürlich auch deinen Glauben stärken. Dann hast du starken Glauben und dann wirst du noch mehr tun. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das ist kein Zufall, dass Jesus das sagt zu dieser Gemeinde. Sie haben eben die Werke getan. Dadurch haben sie mehr Liebe bekommen. Sie haben Jesus Christus gedient. Sie haben sich hingegeben. Dadurch wurde ihr Glaube gestärkt. Und sie haben zugenommen in den Werken. Und genauso sollen wir sein wie die Gemeinde in Thyatira. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja, da haben wir wieder dieselbe falsche Lehre, nicht wahr? Eine Lehre, die besagt, hey, das ist in Ordnung, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen. Oder sogar eben Knechte, was damit gemeint? Meine Knechte lehrt und verführt, natürlich Christen, ja. Die Leute in der Gemeinde, meine Knechte lehrt und verführt, sogar Christen zu lehren. Hey, das ist gut, Götzenopfer zu essen. Isst die Götzenopfer. Das ist ein Anschluss zur Sünde. Das ist eine falsche Lehre. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, ist so, Frauen haben in der Gemeinde nicht zu lehren, okay? Was sagt die Bibel? 1. Timotheus 2, Vers 12, du schlägst 1. Korinther 14, Vers 34 auf. 1. Korinther 14, Vers 34, ich lese dir vor. Aus 1. Timotheus 2, Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten.
Du bist in 1. Korinther 14, Vers 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Der erste Fehler war natürlich, dass diese Isabel überhaupt gelehrt hat in der Gemeinde. Aber siehst du, all diese Pastorinnen, Predigerinnen und wie sie sich alle nennen wollen, Pfarrerinnen, sind allesamt falsche Propheten. Sie verbreiten allesamt falsche Lehre und sie verführen Gottes Knechte dazu, zu sündigen. Sie verführen sie zu falscher Lehre. Sie verführen sie zu Unzucht, zu Götzenopferessen und so weiter. Zeige mir die eine Pastorin, die gerettet ist, gibt es nicht. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Also, das ist eigentlich noch extremer. Sie hat sogar die Knechte gelehrt. Ja, hey, treibt Unzucht, esst Götzenopfer. Wo die Bibel natürlich, ich meine, ich muss dir nicht erklären, dass Unzucht falsch ist, aber nochmal, wenn es um diese Götzenopfer geht, hey, nein, wir sollen keine Götzenopfer essen. Aber worum es dabei geht, ist, dass wir dadurch, wenn wir das tun, ja, möglicherweise einem anderen Bruder einen Anstoß in den Weg legen. Dass er dann denkt, oh, das sei jetzt irgendwie in Ordnung, ja, hier mit Dämonen Gemeinschaft zu haben. Denn was verbirgt sich hinter den Götzen? Dämonen. Das heißt nicht, dass das Fleisch an und für sich irgendwie falsch ist. Wenn ich persönlich einfach eingeladen werden würde zu einem Moslem zum Beispiel, ja, und der tischt mir sein Götzenopferfleisch auf, ich würde es essen, ich habe kein Problem damit. Aber, hey, ich werde es nicht tun, wenn ich weiß, dass jemand anderes, der mich dabei sieht oder der davon erfährt, ja, dass für ihn ein großer Anstoß wäre. Offenbarung Kapitel 2, Vers 22, da heißt es weiter, siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und alle und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Was für ein Gericht, das Jesus Christus selbst hier ausspricht über diese falsche Prophetin und über ihre Kinder sogar. Und ich will an dieser Stelle darauf eingehen, wie wir uns verhalten sollen gegenüber falschen Propheten. Und du könntest vielleicht sagen, okay, ist hier nicht so super eindeutig, ob Isabel gerettet war oder nicht, wie auch immer. Es mag sein, dass sie noch die Chance hatte, gerettet zu werden, denn Gott gab ihr Zeit, Buße zu tun. Natürlich ein falscher Prophet, der wirklich verworfen ist, ja, was die meisten falschen Propheten betrifft, fast alle falschen Propheten sind verworfen, ja, der könnte natürlich nicht Buße tun von seinen bösen Werken. Der ist verworfen, der kann nichts daran ändern. Aber wie auch immer, ich will darauf eingehen, wie wir uns verhalten sollen gegenüber Irrlehrern. Sollen wir irgendwie diese Haltung haben, oh, wir werden für sie beten, vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance für sie? Nein, die Bibel sagt eindeutig in Galater Kapitel 1, Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Tja, was bedeutet das verflucht? Das bedeutet im Grunde genommen, sterben und zur Hölle fahren. Und ich will dazu sagen, dass es durchaus sein kann, dass es falsche Lehrer gibt, die noch gerettet werden können. Der Grund, warum ich das sage, ich möchte das biblisch begründen. Es gibt den Vers, wo es heißt, dass wir einen Irrlehrer nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung abweisen sollen. Das heißt, wir weisen ihn einmal zurecht, wir weisen ihn ein zweites Mal zurecht, er nimmt die Zurechtweisung nicht an, abweisen, ablehnen. Ja, Irrlehrer, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Aber warum sagt die Bibel, dass wir ihn überhaupt zurechtweisen sollen, wenn es garantiert für jeden Irrlehrer keine Chance gäbe, gerettet zu werden? Also der Vers kann nur existieren, wenn es hin und wieder für einige Irrlehrer, Vereinzelte, noch eine Chance gibt, gerettet zu werden. Ich will aber dazu sagen, dass das die absolute Ausnahme ist. Und dieser Vers negiert nicht, was wir in Galater Kapitel 1, Vers 8 lesen. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das ist kein Widerspruch. Denn hier ist das Ding. Angenommen, ja, aber was ist, wenn dieser Irrlehrer noch gerettet werden könnte? Ist mir völlig egal, es wäre trotzdem besser, wenn er stirbt.
Es wäre trotzdem besser, wenn er stirbt, weil dadurch weniger Menschen mit ihm in die Hölle gerissen werden. Okay? Zeige mir den Vers in der Bibel, wo wir irgendwie davon lesen, auch für Irrlehrer beten oder so. Ich lese dir kurz vor, was wir über Judas lesen im Psalm 109, der sich auf Judas bezieht. Da heißt es nämlich: Setze einen Gottlosen über ihn und dein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde ihm zur Sünde, seine Tage seien wenige und sein Amt empfange ein anderer. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherwandern und betteln, nach Brot suchen, fern von ihren zerstörten Wohnungen. Der Gläubiger nehme ihm alles weg und Fremde sollen plündern, was er sich erworben hat und so weiter. Ich meine, was für ein hartes Gericht sogar über die Kinder. Dann geht es auch später in den weiteren Versen um die Mutter, um den Vater. Sollen sie alle zugrunde gerichtet werden? Aber wir müssen für sie beten, für die Irrlehrer. Nein. Wir müssen dafür beten, dass Gott sie tötet. Dass sie schnell sterben, damit weniger Leute mit ihnen in die Hölle gerissen werden. Hier ist das Ding. Wenn wir jemandem begegnen auf der Straße, der ein Irrlehrer ist, in dem Sinne, der kommt mit einem falschen Evangelium daher. Nun, was sollen wir tun? Was sagt die Bibel? Wir sollen ihn einmal zurechtweisen, ein zweites Mal zurechtweisen, nicht wahr? Weil wir nicht in jedem Fall wissen können, okay, ist der wirklich schon verworfen oder gibt es für den vielleicht noch eine Chance, gerettet zu werden? Aber das ist jemand, dem wir auf der Straße begegnen würden, das ist nicht irgendwie ein Prediger, das ist nicht irgendwie ein Pastor, ja, der öffentlich lehrt, der seine Predigt vielleicht sogar auf YouTube stellt, der somit definitiv weiß, was die Wahrheit ist. Ich denke eher an jemanden, der bei den Zeugen Jehovas ist, der einfach reingeboren wurde in diese Sekte, für den es vielleicht noch eine Chance gibt. Nun, er ist ein Irrlehrer, wenn er natürlich von Haus zu Haus geht mit diesen falschen Zeugen Jehovas und falsches Evangelium verkündigt. Aber es kann sein in manchen Fällen, dass er einfach damit einfach reingeboren ist, wurde da reingezogen. Aber was ist mit den falschen Propheten, gegen die wir predigen? Ja, so Leute wie Lothar Gassmann oder Leute wie Johannes Hartl. Nun, sie kennen die Wahrheit. Sie lesen ihre Bibel. Sie wissen, was das richtige Evangelium ist. Sie sind verworfen. Ja, wir müssen da nicht irgendwie, ja, wir müssen ihn erstmal unter vier Augen so zurechtweisen. Warum? Er hat schon genug Zurechtweisung bekommen. Er braucht keine weitere Zurechtweisung. Er ist ein falscher Prophet. Hey, falsche Propheten da draußen, all diese Pastoren in den Gemeinden heutzutage, wie sie alle heißen, ob das dann Jakob Czarnko ist oder wer auch immer, hey, sollen sie zur Hölle fahren? Es sind Kinder des Teufels, sie sind verworfen. Sie können nicht mehr gerettet werden. Und da müssen wir nicht denken, ja, aber was wenn? Nee, nicht was wenn. Immer wenn es um falsche Propheten geht in der Bibel, ist es Verdammnis, Hölle, ihre Kinder sollen getötet werden. Wie es auch heißt in Offenbarung Kapitel 2, was wir gelesen haben, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Sogar die Kinder. Und wenn wir in Galater Kapitel 1, Vers 8 lesen, dass derjenige verflucht sei, der ein falsches Evangelium verkündigt, hey, das ist die Antwort. Ja, da müssen wir nicht denken, ja, müssen wir irgendwie für ihn beten oder so. Nein, sei verflucht. Sterben und zur Hölle fahren. Und natürlich lesen wir auch im Alten Testament über falsche Propheten. Ich möchte darauf eingehen. Ich hole ein bisschen weit aus, ich weiß, aber das ist ein wichtiges Thema, weil wir natürlich gerade auch Feuer bekommen, ja, von der Presse als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, was super ist, was gut ist. Aber ich möchte hier nochmal glasklar klarstellen, was unsere Haltung ist gegenüber falschen Propheten. Ja, wir beten dafür, dass sie sterben. Ja, wir werden sie verfluchen. Absolut. Wenn wir, was weiß ich, einem Zeugen Jehovas begegnen auf der Straße, nun, dann werden wir ihn zurechtweisen. Wir werden ihn ein zweites Mal zurechtweisen. Will er das nicht annehmen, dann werden wir ihn abweisen. Okay, tschüss. Aber wenn es um Pastoren geht, wenn es um Leute, die öffentlich lehren, ja, die sowieso wissen, was die Wahrheit ist, die nicht irgendwie in eine Sekte reingeboren wurden und einfach nur ein kleines Mitglied sind, hey, die wissen, was die Wahrheit ist, sie sind verworfen, wir müssen da nicht irgendwie uns den Kopf drum machen. Okay, was lesen wir im Alten Testament über die falschen Propheten? 5. Mose. Ich lese nur schnell vor aus Kapitel 13. Da heißt es: Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, der spricht nun: Lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt.
Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Jetzt kommt's, ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat und so weiter. Hey, wir hassen falsche Propheten, okay? Falsche Propheten sind Müll, falsche Propheten sind der letzte Abfall. Sie sind buchstäblicher Abfall. Sie reißen Leute mit sich in die Hölle. Seien sie verflucht. Und wenn wir die Verse aus dem Neuen Testament vergleichen mit denen aus dem Alten Testament, worum geht es wohl bei dem Verfluchen? Nun, es wäre besser, wenn sie sterben. Aber, was ich dazu sagen will, diese Verse, die ich euch vorgelesen habe, sollten die heutzutage von einem Staat umgesetzt werden, dass ein Staat falsche Propheten tötet? Die Antwort ist ein klares Nein. Und lass mich dir erklären, warum. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 8, Vers 7, denn wenn jener, du musst das nicht aufschlagen, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda, einen neuen Bund schließen werde. Also der erste Bund, das Alte Testament, der erste Bund war nicht tadellos. Warum? Nun, das lag nicht an Gottes Gesetzen. Gottes Gesetze sind perfekt. Ich glaube, dass die Gesetze in 5. Mose, die ich euch vorgelesen habe, perfekt sind. Amen. Das ist gut, was da steht. Jesus hat das Gesetz natürlich bestätigt im Neuen Testament. Nicht so, dass es einfach so keine Bedeutung mehr hat. Und oh, das Alte Testament. Oh. Hey, das ist Gottes perfektes Wort. Liebe das Alte Testament. Liebe Gottes Gesetze. Aber hier ist das Ding. Warum war der erste Bund nicht tadellos? Dann heißt es, denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Siehst du, Gott tadelt die Menschen, die nicht die Gebote gehalten haben. Im Alten Testament gab es ein physisches Volk Gottes, das Volk Israel. Aber wenn sie nicht dem Herrn gefolgt sind, dann hat Gott sie verstoßen, dann waren sie nicht mehr Gottes Volk. Das war tatsächlich im Alten Testament daran gebunden, ob sie die Gesetze des Herrn gehalten haben, ob sie eben auch all die Opfer dargebracht haben, ja, ob sie beschnitten waren und so weiter. Und siehst du, heutzutage gibt es aber nicht mehr ein physisches Volk auf Erden. Es gibt heutzutage keinen Gottesstaat mehr und Gott will nicht, dass es heutzutage einen Gottesstaat gibt. Warum? Wir haben das gesehen im Alten Testament, das Alte Testament hat nicht funktioniert. Er tadelt sie. Sie sind nicht in seinen Geboten gewandelt. Sie sind nicht dem Herrn nachgefolgt. Sie sind vom Herrn abgefallen. Und dann hat Gott sie verstoßen. Ein Gottesstaat funktioniert nicht. Das liegt nicht an Gottes Gesetzen, sondern es liegt an unserer Sündhaftigkeit. Das Alte Testament zeigt uns unsere Sünde auf. Wären wir sündlos, ja, natürlich Gottesstaat. Amen. Aber heutzutage, was sagt Jesus? Er hat zu den Juden gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und es gibt heutzutage nur noch ein geistliches Volk Gottes, kein physisches Volk Gottes mehr, keinen Gottesstaat mehr. Um einen Gottesstaat zu haben, was wäre dazu nötig? Nun, dass die Leute auch wirklich an den Herrn glauben. Denn was lernen wir von dem alten Israel? Sie haben an den Herrn nicht geglaubt, sind vom Herrn abgefallen. Gott hat sie verstoßen. Ein Gottesstaat funktioniert nicht. Ich glaube, ja, dass ein Staat heutzutage gerechte Gesetze der Bibel umsetzen sollte. Aber da geht es um Gesetze, in denen es um objektive Moral geht. Ich glaube, dass ein gerechter Staat heutzutage 3. Mose 20, Vers 13 umsetzen sollte. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Groll begangen, sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Ja, das soll heutzutage umgesetzt werden. Amen. Weil es dabei um eine objektiv moralische Sache geht, wo auch Ungläubige erkennen können, okay, das ist verwerflich, das ist ekelhaft, das ist bizarr. Wo Psychologen, weltliche Psychologen erkennen, diese Leute, für die gibt es keine Hoffnung, die kann man nicht verändern, es gibt keine Heilung für sie, sie sind Pädophile, sie sind Vergewaltiger, sie werden weitermachen, du kannst sie nicht ändern. Dazu musst du nicht an die Bibel glauben, um das zu verstehen, dass es krank ist, sowas. Okay, das ist nur so als Beispiel. Aber wenn es um solche Gesetze geht, wie dass falsche Propheten getötet werden sollen, wozu ich Amen sage, das sind gute Gesetze, wir können was daraus lernen, wie wir, was unsere Haltung sein sollte gegenüber falschen Propheten, sollen wir sie lieben? Nein, wir sollen sie hassen. Seien sie verflucht. Aber sollte sowas heutzutage umgesetzt werden, nun dazu bräuchte es einen Gottesstaat. Aber rate mal was, das Prinzip des Gottesstaates hat nicht funktioniert. Das Alte Testament ist vorbei, wir sind im Neuen Testament, es gibt nur noch ein geistliches Volk. Um solche Gesetze durchzusetzen,
ein solcher Prophet aber und ein solcher Träumer soll getötet werden, bräuchte es einen Staat, in dem die Leute tatsächlich gläubig sind. Denn das ist eine reine Angelegenheit des Glaubens. Das ist nicht etwas, wo ein Ungläubiger sagen könnte, okay, ich kapiere, ja, warum das ein gutes, sinnvolles Gebot ist. Dazu braucht es tatsächlich einen Glauben in dem Herzen des Menschen. Aber das würde nur funktionieren in einem Gottesstaat, in dem jeder wirklich dem Herrn folgt. Haben wir nicht, soll es nicht mehr geben. Und lass mich dir einen weiteren Vers zeigen, Matthäus Kapitel 13. Wenn du Zweifel hast an dem, was ich hier sage, hey, lass mich zeigen, was die Bibel sagt im Neuen Testament eindeutig. Matthäus Kapitel 3, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mit unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn, Matthäus 13, Vers 27, die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Wo hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was ist die Auslegung des Gleichnisses? Dann heißt es in Vers 36 nämlich, oder in Vers 37, und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Damit ist der Teufel gemeint. Ja? Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Also der Teufel, der sät eben sein Unkraut. Ja, Kinder des Teufels. Wer sind das? Falsche Propheten. Und was sagt die Bibel? Sollen wir das Unkraut einfach ausreißen? Sollen wir uns im Neuen Testament darum kümmern? Er sagt, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Also, wir sollen einfach warten bis zur Zeit der Ernte und Jesus Christus wird sich darum kümmern. Hier ist das Ding, es kann sein, dass Gott es auch zulassen will hier und da, dass ein falscher Prophet am Leben bleibt. Um Leute zu richten, dass sie eben an der Lüge glauben, dass sie einer starken Versuchung erliegen. Einer starken Verführung erliegen, meine ich. Also, das ist ein Gesetz aus dem Alten Testament, dass eben falsche Propheten getötet werden sollen, dass aus dem wir etwas lernen. Ja, alle Schrift ist von Gott angegeben. Wir können das natürlich immer noch anwenden. In dem Sinne, hey, wir hassen Irrlehrer. Sie sind Kinder des Todes. Sollen sie sterben? Das ist etwas, was heutzutage buchstäblich umgesetzt werden sollte von einem Staat. Nein, wir haben heutzutage keinen Gottesstaat mehr. Jesus sagt, lasst beides miteinander wachsen. Sowohl das Unkraut, ja, die Kinder des Bösen, die Kinder des Teufels und Christen. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich nicht dann sagen, lest das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel und so weiter. Und in Vers 39, Matthäus 13, Vers 39, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es auch, der Feind, der setzt der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Und ich bin vorher darauf eingegangen, auf diese Feste in 3. Mose. Ne? Und ich habe gesagt, dass die ersten paar Feste zur Frühlingszeit sind und sie wurden von Jesus erfüllt bei seinem ersten Kommen. Und dann die letzten Feste, die erfüllt werden, ja, da ist zum Beispiel das Halljahr und so weiter, die finden in der Erntezeit statt. Was haben wir hier gelesen in Matthäus Kapitel 13? Dass die Ernte das Ende der Weltzeit ist. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, ja, das wird zur Erntezeit sein, dann wird er dadurch die letzten paar Feste erfüllen. Ja, und da wird eben in der Mitte in der Mitte der siebenjährigen Periode der Endzeit wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. 10 Tage später wird Jesus Christus wiederkommen, symbolisiert durch das Halljahr, in dem jeder zu seinem Eigentum zurückkehren wird, in dem jeder freigelassen wird. Und wir werden zur vollkommenen Freiheit gelangen. Wir sind natürlich jetzt schon frei, wir sind gerettet, aber als unser Geist gerettet ist, dann wird auch unser Körper gerettet werden. Wenn wir es bis dahin aushalten, bis zur Entrückung, werden wir natürlich körperlich auffahren in den Himmel. Diejenigen, die schon gestorben sind, die werden vorher auferweckt körperlich. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 2, Vers 24. Offenbarung Kapitel 2, Vers 24. Da heißt es nämlich, euch aber sage ich und den übrigen Thyatirer all denen, die diese Lehre nicht haben, die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme.
Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird mit einem eisernen Stab weiden, wie man Irden gefäßt zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, wenn du deinem Glauben, dem Fakt, dass du gerettet bist, Werke hinzufügst, dann wirst du nicht einfach nur in den Himmel kommen, sondern hey, du wirst Vollmacht bekommen über die Heidenvölker. Ja, du wirst über mehr Völker, über mehr Städte, über mehr Völker herrschen, als jemand, der eben kaum Werke getan hat oder sich gar keine Belohnung gesammelt hat. Jeder wird im tausendjährigen Reich Jesu Christi sein. Wir haben erstmal die Trübsal, dann die kürzere Zeit der großen Trübsal, symbolisiert durch die 10 Tage, worüber ich vorher gesprochen habe. Jesus kommt wieder, entrückt uns, dann beginnt der Zorn Gottes. Nach dem Zorn Gottes werden wir auf die Erde zurückkehren. Jesus Christus wird das tausendjährige Reich hier auf der Erde errichten. Das heißt, diese Erde wird zugrunde gehen, aber sie wird nicht völlig aufhören zu existieren, sondern Gott wird diese Erde verwandeln und wir werden mit Jesus Christus herrschen, 1000 Jahre auf dieser Erde. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, hey, wir sollten die Werke bis ans Ende bewahren, dann werden wir Vollmacht bekommen über die Heidenvölker und wir werden sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und das wird dann ein Gottesstaat sein auf Erden. Das wird ein Gottesstaat sein, der von Gott gewollt ist. Heutzutage ein Gottesstaat ist nicht gewollt. Das Prinzip, diese Idee des Volkes Gottes hat nicht funktioniert, weil sie nicht in seinen Geboten geblieben sind. Sie sind dem Herrn nicht nachgefolgt. Sie sind vom Herrn abgefallen. Das ist vorbei mit dem Gottesstaat, diese Idee. Deswegen gibt es einige Gesetze, die du heutzutage nicht so umsetzen kannst in einem Staat. Wird nicht funktionieren. Aber dann wird es natürlich einen Gottesstaat geben, wenn Jesus Christus herrschen und regieren wird. Und rate mal, welche Gesetze dann umgesetzt werden. Wird Jesus dann einfach nur Liebe, Liebe, Liebe sein und es ist alles in Ordnung und Gott ist nicht zornig auf dich? Hey, Gott zürnt mit dem Gottlosen jeden Tag, sagt die Bibel. Was für Gesetze wird Jesus Christus umsetzen, wenn er hier auf dieser Erde herrschen und regieren wird? Wenn wir auch Vollmacht bekommen über die Heidenvölker. Was für Gesetze werden das wohl sein? Sowas wie 3. Mose 20, Vers 13 zum Beispiel? Wisst ihr, was sind perfekte Gesetze? Das sind die Gesetze des Alten Testaments. Die Gesetze des Alten Testaments werden umgesetzt werden im tausendjährigen Reich. Natürlich werden das nicht Gesetze sein wie die Opfer und so weiter. Hey, wir sind im Neuen Testament, okay? Die Opfer, die haben aufgehört ein für alle Mal. Jesus Christus ist unser Opferlamm, ja. Aber solche Gesetze wie, dass Homos getötet werden sollen, ja, dass Ehebrecher getötet werden sollen, dass falsche Propheten getötet werden sollen, diese Gesetze werden umgesetzt. Und wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit Jesus Christus, dann hast du ein Problem mit demjenigen, den du vielleicht sogar als deinen Retter bezeichnest. Was für eine Schande. Hey, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Diese Gesetze, die sind Jesus. Jesus ist das Gesetz. Das Wort Gottes ist wortwörtlich Jesus Christus. Jesus Christus ist wortwörtlich das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch. Okay, wenn du ein Problem damit hast, dass Gottes Gesetze, gerechte Gesetze umgesetzt werden, dann hast du ein verdammt großes Problem mit Gott. Wenn du ein Problem mit Gott hast, das ist ein verdammt großes Problem. Ich will nicht an deinem Platz sein. Vers 28, Offenbarung Kapitel 2, Vers 28, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wir werden mit Jesus Christus herrschen und regieren, Vollmacht bekommen über die Heidenvölker, und es wird Gerechtigkeit herrschen hier auf der Erde. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für dein herrliches Wort, Herr, für Offenbarung Kapitel 2. Und dass wir von den Gemeinden in Asia lernen können, Herr, für uns selbst, für unsere Gemeinde vor Ort, Herr, und für uns selbst in unserem Leben als Christen, Herr. Und Herr, ich danke dir für all die großartigen Lehren aus deinem Wort, Herr. Hilf uns, die erste Liebe nicht zu verlassen, die ersten Werke nicht zu verlassen. Hilf uns, die Werke bis ins Ende zu bewahren. Danke, Herr, dafür, dass du die Welt überwunden hast, dass wir den Sieg errungen haben, dadurch, dass wir an dich geglaubt haben, Herr Jesus. Und dass wir daher glückselig sein können, auch im Blick auf die Trübsal. Herr, glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest, die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Danke, Herr, dafür, dass wir eine herrliche Zukunft haben, trotz der bevorstehenden Trübsal, trotz all dem, was wir erleiden müssen vielleicht. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Und Herr, ich bitte dich,
Herr, bewahr uns einen eifrigen Glauben, bewahr uns einen feurigen Glauben, Herr, der dir dienen will. Und hilf uns, etwas aus diesem Kapitel zu lernen, Herr, und auf unser Leben zu beziehen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, segne uns als Kirche, segne das Seelengewinn morgen und auch den Gottesdienst in Jesu Namen. Amen.